Ja, vielen Dank. Ich möchte auch noch mal einen Punkt rausgreifen, den wir auch jetzt auch in so besonderen Abstimmung stellen, um Ihnen die Chance zu geben, vielleicht tatsächlich Ihre Entscheidung auch mal zu überdenken. Das bezieht sich auf einen der Anträge aus den Ortsbeiräten. Wir haben eine lange Liste von Anträgen aus Ortsbeiräten vorliegen, die aus Kirchtiefenbeul sind. Erfreulicherweise im Grunde alle angenommen worden, aber aus anderen Ortsbeiräten sind alle abgelehnt worden. Und einen möchte ich rauspicken, vielleicht gehe ich Ihnen damit auf den Keks. Dann ist es so, Sie gehen mir auch auf den Keks. Unverschämtheit! Den Ortsbeirat von Weißhausen auf den Keks, der seit Jahren eine bereits beschlossene Maßnahme zur Umsetzung beantragt, nämlich die Umgestaltung eines Parkplatzes, bei dem einige Parkplätze wegfallen sollen, nicht alle wohlgemerkt. Stattdessen soll ein Baum liegen und es soll was zum Sitzen da entstehen, damit die Leute mitten in Halleshausen beim Einkaufen da auch mal irgendwie sich treffen und sich hinsetzen können. In den früheren Haushaltsverhandlungen wurde es abgelehnt mit der Begründung, da würde ja irgendwann mal die Haltestelle der Tram nach Halleshausen hinkommen und dann würde man den Platz ja sowieso nicht halten. Dann war klar, dass die Tram nach Halleshausen nicht kommt, jedenfalls nicht so in absehbarer Zeit. Dann hieß es, es sei kein Geld da. Und jetzt ist die Begründung, es dürfen keine Parkplätze entfallen, weil man jeden Parkplatz in Halleshausen braucht. Das finde ich ziemlich kurios, weil Halleshausen wirklich in der Stadtmitte voll ist mit Parkplätzen. Also das größere Problem ist, dass man sein Fahrrad kaum abstellen kann. Und vor allem, dass es eben keine solchen Ruhe- und Sitzmöglichkeiten gibt für eine deutlich altere. Also das ist kein Riesen-Eck, das ist nicht viel Geld, aber es wäre ein deutliches Signal an die einstimmig beschlossenen Beschlüsse in diesem Ortsbeirat, wo alle ihre Fraktionen beteiligt sind. Wir nehmen es ernst, wir sind froh, dass es Leute gibt, die sich vor Ort engagieren und es kriegt uns kein Zacken aus der Krone, wenn wir drauf eingehen. Das ist übrigens, da möchte ich auch noch mal sagen, an Herrn Hechelmann, Selbstkritik fängt sozusagen bei sich selbst an. Ne? Also das war dann auch immer so. Einen letzten Satz möchte ich noch, weil ich die 5 Minuten nicht ausschöpfen will, wie Sie eben tun. Sunja Melavit hat gerade nochmal die Anträge der Jugend des Jugendrings hier dargestellt, vorgestellt und dafür geworben, hat sie leider nicht, dass sie denen zustimmen. Aber das möchte ich jetzt auch nochmal machen. Also vielleicht gibt es eine einzige winzige Stelle, wo Sie sagen, okay. Es war ein bisschen überzeugend und die Argumente sind nicht von dem Tisch zu wischen. Und es geht gar nicht um unsere sozusagen Spezialthemen oder sonst was, sondern es geht ja um Anliegen, die aktive Menschen aus der Stadtgesellschaft an uns alle herantragen. Und da bitte ich einfach darum, seien Sie nicht stur und borniert, sondern offen und im demokratischen Dialog auch bewegen.